über 12 Monaten der prekären Lage in der Pandemie ist mir es eigentlich leid, darüber zu reden. Dennoch denke ich, ist es wieder an der Zeit, mal etwas dazu zu sagen. In den letzten Wochen, ja, vielleicht sogar 2 Monaten, hat sich die Lage entsprechend entwickelt. Die Inzidenzen sind runtergegangen auf unter 35 und dennoch hat die Regierung die Maßnahme, die Notfallverordnung verlängert auf 30.09. Heute haben wir Mitte Juni. Ich kann mich erinnern, da haben sie gesagt, wenn die Inzidenzen stabil unter 35 liegen, dann kriegt jeder Mensch seine Grundrechte zurück. Wie immer, ein Versprechen, ein leeres Versprechen. Worum es mir heute geht, hat wenig mit Medizin zu tun, sondern eher mit den Auswirkungen rundherum um die Pandemie. Welche Auswirkungen gibt es da? Ich habe sie gerade angesprochen. Man sieht es nicht für nötig, den Menschen in Deutschland ihre Grundrechte wiederzugeben. Man hält an einem Status quo fest. Da wird immer gesprochen, Deutschland ist ein demokratisches Land. Wer in der Schule aufgepasst hat, weiß, dass es nicht ganz stimmt. Wir haben eine parlamentarische Demokratie. Was bedeutet das? Das bedeutet, das Volk wählt Vertreter, also die Politiker, durch Abstimmung. Das ist alles schön. Die sollen dann auch tun, was das Volk will. Da komme ich später drauf. Wen kann man denn wählen? Diejenigen, die auf eine Liste gesetzt werden. Eine andere Wahlmöglichkeit hat man ja nicht. Geht man dann gar nicht wählen, ist es egal. Geht man wählen, kann man nur die wählen, die einem auf eine Liste vorgesetzt werden. Und was die dann machen, sehen wir jetzt. Sie reden von, wir lockern bei Inzidenz unter 35. Jeder kriegt seine Grundrechte zurück. Sie halten es nicht. Sie haben in der Vergangenheit schon so oft versprochen, etwas zu tun, zum Beispiel die Steuern zu senken, und haben dann nach der Wahl die Steuern erhöht. Aber dabei bleibt es ja nicht. Im Moment, das zeichnet sich ab, steigt die Kontrolle. Die Kontrolle der Bürger. Das machen vor allem totalitäre Systeme, die ihre Macht behalten wollen. Die weiten die Kontrolle und die Macht über die Bürger aus, so wie wir das gerade tun. Der Bundestrojaner, die Überwachung auf Handy und PC, ist durchgewunken worden für lau. Es sind zwar noch geringe Anforderungen dran, aber man muss nicht mal als kriminell oder als verdächtig eingestuft werden. Es muss bloß jemand zustimmen und die Staatsanwälte stimmen zurzeit allem zu. Sonst hätten wir keine Maskenpflicht mehr, sonst hätten wir andere Verhältnisse. Das ist das eine. Das andere, was einem sehr bedenklich stimmen sollte, sind Maßnahmen wie INDECT, die ja 2010 schon fertig geworden sind und angeblich nie eingeführt. Das glaubt, wird selig. Die Kameradichte in den Großstädten hat enorm zugenommen. Dass man schon lange mithört, ist auch klar. Aber auch Konzerne spucken damit ein. So ist aufgekommen, dass Amazon und Google in ihren Geräten einen Chip verbaut hat, der ein Hintergrundmesh aufbaut. Mit 900 MHz und mit 433 MHz. Die Reichweite von Amazon oder Google Nest zum nächsten beträgt 500 Meter, das ist eine ganze Menge. In der Stadt also faktisch flächendeckend, denn fast jeder, sagen wir, dritte, vierte hat so einen Teil in seinem Wohnzimmer stehen. Aber was ist jetzt so schlimm daran? An sich nichts. Nur, ich setze mich mal hin. Nun habt ihr keine Kontrolle über dieses Mesh-Netzwerk. Ihr seht wieder, was darauf passiert, welche Daten weitergegeben werden. Und zudem kann natürlich dieser Anbieter dann über WLAN auf diese Frequenzen zugreifen. 433 MHz
sind fast allen Smart-Home-Geräten vorbehalten. Ihr kriegt es nicht mal mit, wenn im Hintergrund eines eurer Geräte durch Anbieter wie Amazon und Google gehackt werden. Und da ist der Zugriff auf dein Smart-TV, die Kamera des Smart-TVs, das Mikrofon des Smart-TVs, eures Laptops und so weiter. Tja, leicht. Diese Geräte warten auf ein Stichwort. Auf ein Stichwort, das dann die Spracherkennung anstößt. Aber die passiert nicht in den kleinen Geräten. Die basiert auf großen basierten Cloud-Servern. Ja, sie wartet also, muss also aufzeichnen, bis das Wort kommt. Und sie zeichnet auch zwischendrin auf. Das könnt ihr nicht kontrollieren. Wie denn auch? Und jetzt noch die Möglichkeit, das im Sidestream, im Mesh weiterzugeben und vielleicht auch woanders hochzuladen, wo keiner darauf achtet. Die Regierung erlässt immer neue, sich teilweise widersprechende Anordnungen. Der Formalismus, wie damals schon verkündet, soll abgebaut werden. Nein, er ist gestiegen. Man muss jetzt für jedes ein mehrseitiges Formular ausfüllen und wenn das gar nichts mehr geht, dann darf wieder hier Corona-Hilfen beantragen, nur der Steuerberater, danach darf es nur wieder der Gewerbetreibende und dann kennt sich keiner mehr aus. Ja, so ist es. Nur ein Bruchteil der überhaupt beantragten Hilfen ist bisher bezahlt worden. Die Hürden für so einen Antrag liegen sehr hoch. Und deshalb gehen auch viele der Firmen pleite. Das alles hat auch eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft. Das ist der nächste Punkt. Die Auswirkung auf die Gesellschaft. Wie sieht die aus? Die Mitbürger oder die Bürger werden immer mehr verwirrt. Es werden immer mehr Druck aufgebaut. Die Massenmedien berichten nur, was sie berichten sollen und dürfen. Die meisten Bürger suchen gar nicht erst nach einer alternativen Informationsquelle. So verkauft man den Bürgern manche Dinge einfach, obwohl sie gar nicht so sind. Ich würde nur als Beispiel bringen, die Geschichte mit den Intensivbetten, wo jetzt im Nachhinein rauskam, die Auslastung lag bei 6% von Covid-Patienten auf Intensiv. Auch andere Dinge wie die Maskenskandale. Was ist diesen großen Leuten da passiert? Welche Konsequenzen mussten sie ziehen? Ein Voodoo, böser Politiker, ein Klopf auf die Hand und das war's. Wäre das in der freien Wirtschaft passiert, irgendein Manager, der hätte seinen Hut nehmen können, ohne vorher noch seinen Schreibtisch auszuräumen. So hat es unsere Regierung geschafft, die Bürger innerhalb oder in wenigen Monaten, ein bisschen über einem Jahr, in mehrere Fraktionen zu spalten. In welche Fraktionen denn, werdet ihr fragen? In die Fraktion der Maskenbefürworter und der Maskengegner, in die Fraktion der Impfbefürworter und Impfgegner. Ändern kann man das nicht mehr. Warum spreche ich das überhaupt dann an? Weil es für Prepper wie mich eine Rolle spielt. Wie sich die Gesellschaft und der Staat entwickelt. Die Inflation hat uns längst erreicht. Auch bei den Lebensmitteln. Der Ton wird ruppiger. Man sieht es auch, ich habe nichts darüber erwähnt oder erzählt, weil es eh keinen Sinn macht, wie die Polizei auf Demonstranten losgeht. Wobei da nehmen sie nicht die jüngeren Demonstranten vor, sondern die alten blinden Opas und Omas, die sich kaum wehren können. Das ist auch nicht richtig. Aber auf der anderen Seite müsst ihr eins bedenken, die Polizisten sind auch irgendwo zwischen den Stühlen. Sie müssen das tun, was der Dienst hier ihnen vorgibt. Und sie haben keine große Möglichkeit, da rauszukommen. Gut, sie können sich verweigern, aber dann sind sie auch gleich suspendiert und werden irgendwann aus dem Polizeidienst entlassen. Natürlich kann man sagen, die müssten sich wehren. Aber ich verstehe es, warum sie es nicht tun. Ich verstehe auch, warum so viele Leute das Thema überhaupt nicht mehr hören wollen, den Kopf in den Sand stecken. Nur dann entgeht ihnen einiges, nämlich die Entwicklung, wo es hinführt. Und wo es aus meiner Sicht hinführt, es führt in eine Gesellschaftsform, die man neu aufsetzen muss. Wenn mich heute jemand fragt, ob ich geimpft bin, und das kommt öfters vor, habe ich am Anfang noch versucht, das mit den Leuten zu diskutieren und mittlerweile diskutiere ich darüber schon gar nicht mehr. Ich mache nur noch ein Schulterzucken und das war es. Es bringt ja auch nichts. Sagt man hat sich impfen lassen und es steht ein Impfgegner vor einem, wird man angeflammt.
hat man sich nicht impfen lassen. Und ein besorgter Bürger, dem Angst gemacht wurde, steht vor einem, da geht es einem genauso. Also am besten gar nichts sagen. Bin mir fast sicher, dass diejenigen, die sich jetzt dieses Video anschauen, eh schon Bescheid wissen. Man erreicht eben nur Leute, die wirklich nach alternativen Informationen suchen und nicht an den Mainstream-Medien und an der großen Presse hängen. Für euch ist es im Prinzip alles nichts Neues. Nur vielleicht aus einem anderen Blickwinkel. Denn was tun? Wie wird sich weiterentwickeln? Wie wird sich unsere Gesellschaft vielleicht verändern? Ja, welches Resümee ziehen wir aus dem Gehörten, aus den Dingen, die in den letzten Wochen passiert sind? Aus meiner Sicht zersetzt sich der Staat immer mehr. Er verschuldet sich immer mehr. Die angeblich so sicheren Renten sind plötzlich nicht mehr sicher, obwohl viele der Corona-Toten im Rentenalter lagen. Darüber sollte man auch mal nachdenken. Man hat für Hilfsmaßnahmen und für unsinnigste Maßnahmen viel Geld rausgeschmissen. Dieses Geld kriegen wir nie wieder rein. Das kann nie wieder jemand zurückzahlen. Das war schon vor Corona so, dass die Deutschen die Schulden des Staates nie mehr hätten begleichen können. Aber mit Staat meine ich natürlich auch die Regierung und die Bürger. Die Spannungen, die steigen. Zwischen Bürger und Regierung, zwischen Regierung und Bürgern, zwischen einer einen Bürgergruppe und der anderen Bürgergruppe. Und da kann man sehr schnell zwischen die Fronten geraten und auch körperlich angegriffen werden. Verbal wird man das sowieso relativ oft, habe ich schon mitbekommen. Ja, wohin wird es führen? In eine Mehrklassengesellschaft. Der Mittelstand bricht weg. Viele Firmen sind schon pleite, haben Konkurs angemeldet. Viele Firmen werden das noch tun. Die Innenstädte, da wird es wesentlich ruhiger zugehen. Die Maske werden wir wohl nie mehr los. Und ja, bald richtet sich die Gruppe der Bürger gegen die andere Gruppe der Bürger und es wird immer mehr hochkochen, immer mehr eskalieren. So sehe ich das. Dazu das nächste Mal mehr. Für heute erstmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.